Herr Immer, warum wollen Sie Bürgermeister werden, wenn Sie ein erfolgreicher Unternehmer sind? Genau deswegen. Ich glaube, dass ich meine Kompetenzen als Unternehmer auch für den Beruf, für den Bereich des Bürgermeisters gewinnbringend für Vilshofen einsetzen kann. Wie viel Prozent erhoffen Sie sich denn? Mindestens 25%. Bürgermeister will normalerweise siegen. Ich habe davor gesagt, momentan zweitstärkste Fraktion im Vilshofener Stadtrat werden zu wollen. Und die Übernahme planen wir für 2020.